So, die Aufzeichnung ist gestartet. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem zweiten inhaltlichen Termin. Nachdem wir ja im ersten Termin vor allem organisatorisch gemacht haben, am letzten Dienstag, am Donnerstag dann erster inhaltlicher Termin, jetzt zweiter inhaltlicher Termin. Wir sind weiterhin im Kapitel 01, das heißt also Kommunikation, präzise, operationalisierbare Kommunikation, sind angelangt beim Unterthema Begriffe unterscheiden, haben schon ein paar Beispiele gesehen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist das ein Beispiel, das wir schon beim letzten Mal zu Ende hatten, nur noch ganz kurz nochmal zur Einstimmung dieses Beispiel hernehmen. Ein hoffentlich für Sie niemals relevantes Beispiel. Ja, wenn Sie sich Strafgesetzbuch ansehen oder Kommentare dazu oder Einführungen dazu, dann gibt es zwei Voraussetzungen. Einerseits der Vorsatz. Wir hatten beim letzten Mal diskutiert Vorsicht. Zwischen bewusster Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz sind die Grenzen fließend. Man kann ganz schnell, ein Handeln, das man gemacht hat, kann ganz schnell als vorsätzlich, eben durch bedingt vorsätzlich eingeordnet werden. Das ist aber auch vorsätzlich. Und dann noch die hier einfach zitierten Mordmerkmale, die dazukommen. Und das ist im Strafgesetzbuch nicht genauer definiert, sondern das definiert sich eben durch Kommentare, durch Grundsatzurteile und so weiter. Also wenn Sie alles zusammennehmen, die Gesetze und die Verordnungen und die Kommentare zu den Gesetzen und Verordnungen, Urteile, dann ergibt sich insgesamt sozusagen eine präzise operationalisierbare ein präzise operationalisierbarer Text, was Mord ist und was nicht. So, dann möchte ich weiter noch ein paar weitere Beispiele bringen für Begriffe unterscheiden. Was häufig verwechselt wird, ist effektiv und effizient. Was ist effektiv? Effektiv heißt, wir erreichen unsere Ziele. Effizient heißt, wir haben ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja, effektiv in dem Sinne heißt, kann durchaus etwas effektiv sein, auch wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis unterirdisch ist. Und es kann auch etwas effizient sein, selbst wenn wir unsere Ziele nicht weitgehend erreichen. Also keins von beiden ist gleich mit dem anderen, keins von beiden schließt das andere aus. Kann ja alle vier Kombinationen, effektiv ja, nein, effizient ja, nein, sind möglich. Vielleicht nur ein ganz kurzer Exkurs. Das ist aus der Wirtschaftswissenschaften her, ist auch beliebt in vielen anderen Wissenschaften, zum Beispiel auch in der Informatik, wo es ja auch darum geht, Ziele zu erreichen, nämlich Software zu erstellen, die bestimmte Zielsetzungen erreichen. Es gibt so eine Art grundsätzliche Regel, die Pareto-Regel, benannt nach einem italienischen Mathematiker namens Pareto aus dem 20. Jahrhundert. Und die besagt ungefähr, wobei, also die Zahl 80 könnte auch eine 90 sein, manchmal wird auch die 90 verwendet, nämlich wenn Sie 80% des Ziels erreicht haben, sind Sie immer noch nicht auf der richtigen sind Sie immer noch nicht auf der sicheren Seite, weil jetzt kommt erstmal 80% des Aufwandes. Der liegt noch vor Ihnen, so nach diesem Motto. Ja, also das ist keine harte, feste Regel, kein Naturgesetz natürlich oder so etwas, sondern es ist so eine Erfahrungsregel. Ja, das haben wir ja in Abwandlung auch beispielsweise. 20% der Kunden verursachen 80% des Aufwands oder 20% der Studierenden verursachen 80% des Aufwandes und so weiter und so fort. Ja, also die Pareto-Regel kann man überall wieder entdecken und so im Großen und Ganzen, wenn auch natürlich nicht mit dieser festen Zahl, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, die Pareto-Regel hat etwas für sich so als Daumenregel, dass man dann, wenn man 80% des Ziels erreicht hat, eben auch nicht
eben auch nicht 80% des Aufwandes schon hinter sich hat, sondern 80% des Aufwandes kommt vielleicht erst noch, wenn man wirklich 100% des Ziels erreichen will. Und das führt dann eben auch zu der Frage, ist es wirklich sinnvoll, 100%, das Endziel hundertprozentig zu erreichen? Beziehungsweise oft genug kann man ein Ziel auch gar nicht hundertprozentig erreichen, sondern vielleicht 90%. Ja? Ist es sinnvoll, ein Ziel mit 90% sich zu erreichen, wenn man mit demselben Aufwand zwei Ziele zu 80% erreichen kann? Gut, das ist nur ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Hier im Hochschulbetrieb gibt es auch immer wieder Situationen oder Begrifflichkeiten, die uns zu unterscheiden sind. Und wenn Sie die nicht unterscheiden, dann kommt es vielleicht zur Verwirrung. Ja. Für die meisten Studierenden ist, das kommt noch hinzu, dass für die meisten Studierenden dieses Begriffspaar identisch, synonym ist. Was ist der Unterschied? Fachsemester ist die Anzahl der Semester in Ihrem Studiengang minus Urlaubssemester oder ähnliches. Hochschulsemester zählt alle Semester, die Sie überhaupt schon an derselben Hochschule oder an anderen Hochschulen im selben Studiengang oder an anderen Studiengängen studiert haben. Ja, manchmal ist das Fachsemester wichtig, manchmal ist das Hochschulsemester wichtig. Semester versus Vorlesungszeit kennen Sie. Das Semester ist ein ganzes halbes Jahr. War jetzt eine schlechte Formulierung, ein ganzes halbes Jahr. Aber Sie verstehen schon, was ich meine, nämlich immer von April bis September jeweils einschließlich, beziehungsweise von Oktober bis März jeweils einschließlich und prüfungstechnisch sogar noch weiter. Also zum Beispiel meine Klausuren Informatik 1 und Informatik 2 sind regelmäßig erst im April bzw. im Oktober. Und generell Prüfungen, die erst im April an der TU Darmstadt absolviert werden, können noch für das vorangegangene Wintersemester verbucht werden und Prüfungen, die bis Ende Oktober sind absolviert werden, können noch bis für das vorangegangene Sommersemester verbucht werden. Kann ich aber nicht garantieren, dass dieses Studienbüro das so handhabt, aber prinzipiell ist es möglich. Ja, Vorlesungszeit ist natürlich auch nochmal ein Begriff. Ja, Vorlesen zum Beispiel, das, was diese 1,5 Stunden, die wir jetzt hier haben, ist ja auch Vorlesungszeit. Mit anderer Bedeutung als Vorlesungszeit hier von Mitte April bis Mitte Juli, beziehungsweise von Mitte Oktober bis Mitte Februar. So, das möchte ich jetzt, eigentlich wollte ich diese, habe ich mir überlegt, ob ich die Informatikbeispiele rausnehme. Ich lasse sie einfach mal drin, aber sind natürlich nicht unbedingt relevant. Generell ist es so, was Beispiele angeht, ich erwarte nicht von Ihnen dann in der Prüfung, dass Sie alle Beispiele aufzählen und können. Aber was ich erwarte, ist, dass Sie immer mindestens ein Beispiel, ein illustratives Beispiel parat haben. Und wenn es gesellschaftlich relevante Beispiele gibt, wenn es problematische Beispiele gibt, wie zum Beispiel bei Mord, mit dem bedingten Vorsatz, dann erwarte ich von Ihnen auch, dass Sie mindestens ein solches Beispiel parat haben. Aber das schreibe ich dann noch alles beim einem Abschnitt über mündliche Prüfung in Moodle hinein. So, ach so, vielleicht sollte ich ganz kurz was dazu sagen. Diejenigen von Ihnen, die Informatik als ein Fach haben, kennen das, kennen sogar dieses Bild. Das ist direkt aus Informatik 1 entnommen. Nämlich, dass Sie das eigentliche Objekt haben oder eigentlich Ihr Inhalt drin ist und dass Sie gar nicht direkt auf das Objekt zugreifen, sondern dass Sie immer solche kleinen Speicherstellen haben, kleine Variable, mit denen Sie darauf zugreifen, sodass Sie zum Beispiel von zwei verschiedenen Speicherstellen aus mit diesem Namen dann auf dasselbe Objekt zugreifen, wenn Sie hier beide auf gleich gesetzt haben. Aber wie gesagt, ist nicht unbedingt so relevant. In der Informatik ist häufige Verwechslung, will ich jetzt auch nur kurz durchgehen. Was ist ein Programm? Ja, das ist ein Quelltext, wo Sie halt, den Sie halt programmiert haben, oder der in Maschinensprache oder in andere ausführbare Sprache übersetzte Quelltext, kompilierter Quelltext. Und wenn Sie, wir sagen häufig fälschlicherweise, dass das Programm läuft. Das ist aber nicht ganz korrekt. Was läuft, ist der Prozess. Ja, ich bemühe mich in der Informatik, die beiden Begriffe auseinanderzuhalten, Programm und Prozess. Das Programm läuft nicht, es können mehrere Prozesse auf demselben Programm gleichzeitig laufen.
und so deshalb das zu unterscheiden. So, vielleicht noch hier ein Beispiel. Jetzt bisschen aus dem, ja, noch aus der Informatik, aber das passt hier ganz gut. Ein Wert ist ganzzahlig, zum Beispiel die Zahl 3, oder der Wert, die Zahl 3, ist in einen ganzzahligen Datentyp gespeichert, ist nicht dasselbe. Hier könnte auch ein nicht, die Zahl 3 könnte auch in einen nicht ganzzahligen Datentyp gespeichert sein. So, jetzt verlassen wir die Informatik wieder, betrachten ein Beispiel, das für Sie jetzt potenziell vielleicht relevant sein könnte wegen Angehöriger. Also für mich ist das, ich bin über dieses Beispiel gestolpert, weil ich tatsächlich für eine angehörige Person mit diesem Thema befasst war. Was man häufig denkt oder liest, tatsächlich auch die Hauptrente. Also wenn jemand, Sie stellen sich vor, ein Ehepaar ist in Rente, es hat einen Hauptverdiener gegeben. Meistens traditionell der Mann und dann eine Angehörige. Und wenn der Hauptrentner stirbt, wird dann eine Hinterbliebenenrente, auch genannt Witwenrente, aber Hinterbliebenenrente ist der korrekte Begriff, wird eine Hinterbliebenenrente bezahlt. So, und es kursiert die falsche Meinung, falsche Sicht, dass 3 Monate lang noch die Hauptrente an den oder die Hinterbliebene nach dem Ablehnen des Hauptrentners oder der Hauptrentnerin weitergezahlt wird. Das ist falsch, denn korrekt ist es tatsächlich, dass die Hauptrente sofort gestoppt wird mit dem Monat, in dem der Hauptrentner verstorben ist. Aber die Hinterbliebenenrente wird 3 Monate lang in den ersten 3 Monaten in derselben Höhe wie die Hauptrente gezahlt. Jetzt können Sie natürlich denken, was soll denn diese Erbsenzählerei? Was belästigt uns derweil da mit solchen komischen Formalismen? Ist doch gut wie gesprochen, ist doch vollkommen egal. Ist aber nicht egal. Und zwar hier ist der Punkt. Ja, wenn man diese falschen Meinung hat, hier oben, dann denkt man, okay, ich habe jetzt 3 Monate Zeit, um alles unter Dach und Fach zu bringen. Solange wird die Hauptrente noch weitergezahlt, um die hinterbliebene Rente zu beantragen und so weiter und so fort. Und das ist falsch. Denn was richtig ist, Sie müssen in dieser Trauersituation oder wenn Sie Glück haben, Angehörige, denen Sie dann Vollmacht geben, müssen Sie sofort unverzüglich vor allem wenn sie vielleicht knapp bei Kasse sind, wenn sie keine großen Sparguthaben haben, müssen sie sofort die hinterbliebenen Rente beantragen, um sie dann so schnell wie möglich zu kriegen. Und dann wird sie in den ersten 3 Monaten nach Ableben in derselben Höhe bezahlt. Ja, also Sie sehen, auf den ersten Blick macht es keinen Unterschied, ob man diese 3 Monate jetzt Hauptrente oder Hinterbliebenenrente nennt. Ist doch vollkommen wurscht. Ist es aber nicht, weil es bedeutet, in dem einen Fall, Sie können die erste Trauerzeit erstmal verstreichen lassen und sich dann in Ruhe drum kümmern, oder Sie müssen sofort mitten in der Trauerzeit sich drum kümmern. Hier ist ein Punkt, der mir auch mal untergekommen ist. Für so und so viel Euro fehlt noch der Nachweis. Das war das, was ursprünglich gesagt wurde. Das, was eine andere Person dann, Sie kennen ja Stille Post, nicht? Was eine andere Person dann daraufhin weitergeleitet hat, war, dass diese so und so viel Euro fehlen. Und das ist natürlich nicht dasselbe, ob der Nachweis fehlt oder ob diese Euro fehlen. Denn wenn hier steht, so und so viel fehlen, dann heißt es ja, dass irgendjemand vermutlich eine Unterschlagung begangen hat oder sonst wie was. Während hier, dass nur der Nachweis fehlt, ist eben, dass abgefragt wird, hey Leute, lass doch noch mal den Nachweis rüberwachsen. Ja? Also das sind zwei völlig verschiedene Dinge, aber beobachten Sie das mal. Das bekommt man sehr, sehr häufig, auch in den Medien, dass Formulierungen verkürzt werden. Aus sicherlich häufig guten Gründen verkürzt werden, nämlich zum Beispiel,
um den Platz einzuhalten in Zeitungen etwa und Zeitungen und Zeitschriften, und dass sie oft Sinnentstellen verkürzt werden. Und das ist ein Beispiel für sinnentstellende Verkürzung, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Auch das kann ja sein, absichtlich, um den Marktwert der Nachricht zu steigern. Ja? Also achten Sie mal drauf. Es gibt sehr, in den Medien finden Sie sehr, sehr viele sinnentstellende Verkürzungen, vor allem in den Überschriften. Ja? Wenn Sie dann weiterlesen, sehen Sie, dass das, was in der Überschrift steht, eine sinnentstellende Verkürzung des tatsächlich Gemeinten ist. Ob jetzt vorsätzlich, um die Klickzahlen oder die Auflagen zu steigern, oder in dem Sinne vorsätzlich, weil es uns nicht reingepasst hätte in die Zeile, oder einfach aus Schusselei, sei mal dahingestellt. So, ein brisantes Beispiel muss hier an dieser Stelle sein. Sie kennen Gleichberechtigung, und das, denke ich, werden Sie überall finden, definiert finden, dass für alle, meistens im Zusammenhang mit Geschlechtern, nicht? Dass für alle Geschlechter die gleichen Rechten und Freiheiten gelten, aber was man nicht vergessen sollte, natürlich auch dann die entsprechenden gleichen Pflichten. Und das finden Sie tatsächlich in 3a des Grundgesetzes noch einmal. Dieser Teilparagraph ist später aufgenommen worden. Ich weiß jetzt nicht mehr wann. Ich glaube 90er, aber bin mir jetzt nicht sicher. Das finden Sie dann nochmal betont. Jetzt gibt es aber noch den anderen Begriff Gleichstellung. Und wenn Sie, dieser Begriff scheint nicht einheitlich verwendet zu werden, nicht bei weitem nicht so stark wie Gleichberechtigung, sondern scheint auch häufig verwendet zu werden in dem Sinne, wie Sie es hier sehen, manchmal als Synonym für Gleichberechtigung, aber sehr häufig in den Medien auch so. Und das ist natürlich dann wieder ein Beispiel, wie wir es schon hatten, dass ein unklar formulierter Begriff, den kann man mal so verstehen, also als Synonym für Gleichberechtigung und dann Gleichstellung mit Paragraph 3a des Grundgesetzes begründen, oder man kann ihn auch anders verstehen, und dann hat man sozusagen transitiv solche Forderungen durch Paragraph 3a des Grundgesetzes begründet. Also, wenn es Sie interessiert, im Internet finden Sie die Kommentare, der Schöpfer dieses Paragraphen 3a, die diesen Gesetzestext, diese Beschlussvorlage seinerzeit begleitet haben. Und da, denke ich, ist ganz eindeutig, dass es um Gleichberechtigung geht. So. Jetzt sind wir mit Begriffe unterscheiden soweit durch. Wir sind immer noch dabei mit Begrifflichkeiten. Wir kommen jetzt zu einem anderen interessanten Thema, was man auch so als Begriffe unterscheiden sehen könnte. Homonyme bzw. Polyseme. Was ist das? Jetzt habe ich jetzt hier wieder ein Beispiel aus Informatik genommen. Das können wir ja gleich eigentlich überspringen, diese Punkte. Andere Punkte sind interessanter. Das ist ein interessantes Beispiel. Was ist erstmal, was ist ein Homonym oder ein Polysem? Können Sie natürlich auch nachschlagen. Ein Homonym ist so etwas wie beispielsweise Bank. Ein Begriff, der in zwei völlig verschiedenen Bedeutungen auftritt. Einmal im Sinne von Sitzbank und einmal im Sinne von Finanzbank. Polysem, das hier ist etwas, was auch mehrere Bedeutungen hat, aber diese Bedeutungen sind miteinander verwandt. Wobei die Abgrenzung zwischen Homonym und Polysem natürlich fließend ist. Erwartungswert ist ein schönes Beispiel. Kann man verstehen als den mathematischen Begriff oder auch als Erwartungswert im Sinne von der zu erwartende Wert. Und das ist beides absolut nicht dasselbe. Der Erwartungswert im mathematischen Sinne ist ein mathematisches Konstrukt, nicht der Wert, den man erwarten kann. Oder Alkohol kennen Sie aus dem Chemieunterricht. Kennen Alkohol im Sinne von Speisealkohol, was in der Chemie dann einfach Ethanol heißt. Und Sie kennen auch Alkohol im chemischen Sinne, nämlich die Stoffklasse Methanol, Ethanol, Propanol und so weiter und so fort. Ja, das wäre ein Beispiel auch wieder für ein Polysem. Im landläufigen Sinne bedeutet Alkohol einen bestimmten Stoff, Ethanol, aus der Stoffklasse, die in der Chemie als Stoffklasse Alkohole heißt.
Auch das ist sicherlich ein Polysem. Man verwendet Intelligenz, wenn Sie irgendwo den Begriff Intelligenz nachschlagen, Definition. Ich denke, die deutschsprachige Wikipedia, die, reicht da schon, um sich da einen Eindruck zu verschaffen. Dann ist Intelligenz im informellen Sinne, also so wie man den Begriff verwendet, ein sehr, sehr breiter Begriff, während Intelligenz. Man kann aber auch, wird auch häufig Intelligenz verwendet als Synonym für entsprechend hohen Intelligenzquotienten. Und das ist schon ein sehr, sehr enger, sehr, sehr spezifischer Begriff. Denn die Aufgaben, die in so einem Intelligenztest vorkommen, sind typischerweise nicht repräsentativ für alle möglichen Intelligenzleistungen, die man so unter dem Begriff Intelligenz subsumieren möchte. Also Sie haben bei typischen Intelligenztestaufgaben, ist die Frage schon präzise vorgegeben? Ja, es gibt da überhaupt keinen Interpretationsspielraum mehr. Alle Handlungsoptionen, alle Optionen, die Sie ankreuzen können, sind präzise vorgegeben. Ja, es ist klar von vornherein, dass genau eine dieser Optionen richtig und alle anderen falsch sind, was ja mit der Realität auch nicht unbedingt, mit der Realität auch nicht immer vorkommt. Sie müssen sich die einzelnen Optionen, die Sie ankreuzen können, nicht selber ausdenken. Sie müssen sich die Frage nicht selber erarbeiten, worum geht es eigentlich? Sie müssen keine Abwägung treffen zwischen den einzelnen Optionen und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist problematisch, Intelligenz als Synonym zu hoher Intelligenzquotient zu verwenden. Hier ein interessantes Beispiel, das Wort Fett. Ist jetzt die Frage, ob das ein Homonym oder ein Polysem ist. Das ist so, würde ich sagen, es gibt Gründe, die für das eine wie Gründe, die für das andere sprechen. Und dieses Zitat habe ich mal irgendwo gefunden. Und es gibt, der Begriff Fett ist eben doppeldeutig. Sie können es als Homonym oder als Polysem sehen, ob der Fett in der Nahrung ist oder im Sinne von Körpergewicht Übergewicht ist, gemeint ist. Und wenn Sie allein nur diesen Satz hier lesen, dann denken Sie sicherlich eher, so wie ich das auch machen würde, an Fett in der Nahrung, weil ja Zucker auch ein anderer Bestandteil der Nahrung ist. Aber ich habe den weiteren Kontext hier nicht zitiert, aber aus dem ergibt sich, dass hier tatsächlich Körperfett gemeint ist. Das heißt, dieser Satz bedeutet, besonders problematisch wird Zucker zusammen mit Übergewicht. Im Grunde bedeutet das dieser Satz. Der Kontext ist nicht in diesem Fall hier oben. Wie gesagt, ich habe den Kontext nicht zitiert. Das können Sie mir glauben, müssen aber nicht. Vielleicht finden Sie diesen Satz sogar mit Ihrer favorisierten Suchmaschine im Internet, weiß ich nicht. Dann können Sie selber nachprüfen. Aber häufig ist es auch, dass der Kontext die Mehrdeutigkeit nicht immer auflöst und auch der Kontext, so wie jetzt hier auf dieser Folie, nicht immer mitkommuniziert wird. So, das ist nochmal ein schönes Beispiel. Ich hatte ja eben gesagt, ich erwarte von Ihnen bei mündlichen Prüfungen, wenn nicht, ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie alle möglichen Beispiele, die ich hier aufführe für ein Konzept, dass Sie die alle auswendig wissen und aufzählen können. Aber ich erwarte von Ihnen, dass Sie immer mindestens, wenn es gesellschaftlich problematische Beispiele gibt, und ich bemühe mich eigentlich nur, Themen hier anzusprechen, für die es gesellschaftlich problematische Beispiele gibt, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie dann auch das Konzept, so wie hier das Konzept Homonym Polysem, anhand eines solchen gesellschaftlichen problematischen Beispiels erläutern können. Und ein solches Beispiel für Homonyme, genau gesagt für Polyseme in dem Fall, würde ich sagen, ist das Beispiel Elite. Ja, es gibt verschiedene Arten von Elite. Es gibt Bildungselite, also Leute mit hohen Studienabschlüssen oder sonst wie gebildet. Bildungsbürgertum, sagte man früher, oder auch Leistungselite, also Leute, die besonders viel leisten und dementsprechend aus diesem Grund zur Elite gezählt werden. Es gibt aber auch Geldelite und das ist problematisch, denn wenn Sie nur den Begriff Elite verwenden und die Präfixe sich jeweils wegdenken,
dann führt es natürlich zu Verwechslung, nicht? Dass Geldelite verwechselt wird mit Leistungselite bzw. Bildungselite. Denn es ist ja keineswegs so, dass Leute, die viel Geld haben, alle zur Leistungselite oder zur Bildungselite zählen. Viele Vermögen sind ja einfach vererbt. Und das ist natürlich, wenn man mit dem Begriff Elite operiert, geschickt operiert, kann man das sehr gut dann fälschlicherweise begründen, dass die Leute, die viel Geld haben, auch dieses Geld zurecht haben. Eben weil man sich zunutze macht, dass Elite einerseits die reicheren Leute meint, in diesem Sinne soziale Elite, oder im anderen Sinne eben, wo man wirklich sagen würde, naja, die leisten was, die können was, die sollen auch, die dürfen gerne ein bisschen mehr haben. Das ist ein anderes, das ist noch hochgradig problematisch, gesellschaftlich problematisches Beispiel. Nochmal, wobei ich auch hier jetzt wieder nicht entscheiden möchte, ob das ein Homonym oder ein Polysem ist. Einerseits heißt nochmal dieses, nicht? Irgendwie statistisch mittlerer Bereich oder so etwas. Auf der anderen Seite heißt es dieses. Das heißt also, durchschnittlich wird mit demselben Wort oder Statist der Norm entsprechend, wird mit demselben Wort bezeichnet, wie Dinge, die positiv, extrem positiv konnotiert sind. Ja? Also diese technischen Begriffe werden mit demselben bezeichnet wie das Positive, und das führt, Sie kennen jetzt so Formulierungen wie du bist ja nicht normal oder so etwas, nicht? Dass das, was nicht der Norm entspricht, eben nicht als, eben als schlecht, als hässlich, als falsch, als krank abklassifiziert wird. Und ich meine, nicht der Norm entsprechen, das sind verschiedene sexuelle Orientierungen, das sind ethnische, kulturelle Minderheiten beispielsweise. Ja, also Sie sehen diese Brisanz, die das ganze Thema eigentlich hat, dass der Begriff normal so eine Doppelbedeutung hat. Alles, was nicht der Norm entspricht, alles, was einer Minderheit angehört, ist dann eben durch diese Doppelbedeutung, ist dann eben in die Ecke gerückt, schlecht, hässlich, falsch, krank. Ja, also und das ist jetzt keine akademische Gefahr, sondern das ist realer Alltag für viele Menschen, diese Doppelbedeutung. Also mein Sprachgefühl sagt mir, ich weiß nicht, ob mein Sprachgefühl mich trügt, dass diese Kopplung im Englischen zwar auch vorhanden ist, aber bei weitem nicht so stark. Ja. Gut, das Ganze hat sogar einen Namen. Also es ist ein Beispiel für etwas, was einen Namen hat, nämlich naturalistischer Fehlschluss. Was ist der naturalistische Fehlschluss? Der naturalistische Fehlschluss ist, so wie es ist, so ist es gut. Und dieser naturalistische Fehlschluss wird durch diese Begriffsgleichheit meines Erachtens sehr stark unterstützt. Aber es bleibt ein Fehlschluss. Nur weil etwas so ist, wie es ist, ist es noch lange nicht gut. Ja, gesellschaftlich extrem problematisch. Achten Sie mal drauf, wenn Ihnen das Wort normal irgendwo unterkommt. So, hier möchte ich noch ein anderes Beispiel hernehmen. Das ist ein interessantes Beispiel, auch wieder ein bisschen Medienkompetenz. Und zwar möchte ich vielleicht dazu sagen, bis jetzt, wenn sie meine Erfahrung ist, ja, wenn ich irgendwelche Zitate lese von irgendwelchen Leuten in den Medien und ich habe die Möglichkeit, in den Kontext reinzugucken, aus dem dieses Zitat entnommen worden ist, dass es eher häufiger der Fall ist, dass im Kontext dieses Zitat plötzlich ganz andere Bedeutung hat, plötzlich ganz anders aussieht, dass man sich die Frage stellen kann, ob die Journalisten, Journalistinnen wirklich nicht in der Lage sind, ein Zitat kontextgemäß einzuordnen, oder ob sie aus Gründen der, ja, wie soll ich sagen, der Attraktivitätssteigerung ihrer journalistischen Beiträge, Klickzahlen, Auflagen, Einschaltquoten, Werbeerlöse, ob sie da nicht, wobei nicht, dass da nicht etwas absichtlich aus dem Kontext reißen und
beziehungsweise oft genug nicht die Journalisten und Journalistinnen, sondern diejenigen, die die Endredaktion machen, die dann erst zu dem Artikel die Überschrift geben und solche Sachen. Gut, und ein Beispiel dafür möchte ich hernehmen aus einem anderen Land, aus den USA. Sie kennen den Begriff White Supremacy. Ein sehr problematischer Begriff. Und es gab mal so einen Schauspieler namens John Wayne. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Ist auch nicht so wichtig. Das ist der Satz, den er gesagt hat. Er hat also von White Supremacy. Ja, und was zitiert wurde, ist immer dieser erste, wie viel, fünf Buchstaben, fünf Wörter. I believe in White Supremacy. So, ist daher John Wayne, wenn man das liest, ein Rassist oder lässt sich das nicht raus? Also wir wissen nicht, ob er ein Rassist war. Ich weiß es jedenfalls nicht. Aber die interessante Frage ist, lässt sich das aus diesem Satz schließen, wenn wir eben nicht nur diese fünf Wörter haben, sondern den ganzen Satz? Und die Frage ist, wie hat er White Supremacy hier gemeint? Und da kommen wir jetzt auf das Thema Polyseme. Einmal im Sinne von, wir haben auch im Deutschen dasselbe Polysem, überlegen sein, Überlegenheit. Ja, Überlegenheit kann einerseits heißen, dass man der Mächtigere ist, in der besseren Position ist, und Überlegenheit kann aber auch andererseits heißen, dass man in irgendeiner Form besser ist. Ja? In der letzten Form wäre es sicherlich ein Beispiel, aus dem man schließen kann, dass John Wayne ein Rassist war. Aber es sieht für mich danach aus, dass er das nicht so gemeint hat. Im Englischen gibt es da diese schöne Formulierung by nature or by nurture. So, damit möchte ich jetzt das Thema Homonyme und Polyseme auch wieder verlassen. Und möchte, nee, wir verlassen es noch nicht, aber wir bleiben, wir schauen jetzt noch breitere Bedeutung als bisher, noch breitere Beispiele. Sicherheit kann zum Beispiel vieles heißen. Und das ist instruktiv zu sehen, dass es zum Beispiel in anderen Sprachen, wie etwa Englisch, anders aussieht. Dass es da verschiedene Begrifflichkeiten für die verschiedenen Bedeutungen gibt. Was natürlich auch umgekehrt sein kann, dass ein Begriff im Englischen breit ist und wir im Deutschen verschiedene Begriffe für die einzelnen Bedeutungen haben. Aber ich habe hier das Thema Sicherheit mal hergenommen. Es heißt einerseits Betriebssicherheit, Ausfallsicherheit. Dafür gibt es im Englischen das Wort Safety und es handelt andererseits Sicherheit vor Attacken. Dafür gibt es im Englischen das Wort Security. Ja? Das heißt also, im Deutschen muss man immer klar machen, wovon eigentlich die Rede ist, ob es die Rede ist von Betriebsausfallsicherheit oder Sicherheit vor Angreifern, während man im Englischen einfach zwischen Safety und Security wählen kann. So, wenn Sie also jetzt Begriffe verwenden, wie zum Beispiel den Begriff Sicherheit im Deutschen, dann sollten Sie ihn wenigstens einmal möglichst präzise in Ihrem Text, in dem Sie das schreiben, oder in Ihrem Sprechvortrag beispielsweise, den Sie halten, einmal möglichst präzise fassen, dass klar ist, wovon ist die Rede? Reden Sie von Betriebssicherheit, Ausfallsicherheit oder reden Sie von Sicherheit vor Angreifern? Oder eben gleich durch präzise Begriffe ersetzen, was jetzt im Deutschen ein bisschen schwieriger ist, als im Englischen in dem Beispiel, weil Sie im Englischen haben Sie schon die unterschiedlichen Begriffe, im Deutschen ist beides gleich. Aber Sie können dann natürlich eben genau immer Sicherheit vor Angreifern, beziehungsweise Betriebssicherheit oder Ausfallsicherheit, das immer verwenden, dass Sie niemals das Wort Sicherheit alleine verwenden, sondern Sie verwenden immer das Wort Betriebssicherheit beispielsweise. Das ist ein bisschen mehr Tipparbeit, wenn Sie immer von Betriebssicherheit statt von Sicherheit schreiben, aber damit ist hier eine Quelle von Missverständnissen eliminiert. Das ist noch ein Beispiel, was ich mal vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren selber erlebt hatte. Da ging es um eine Fertigungsstraße für PC-Platinen und von Komponenten bezeichnet, die einzelnen Sachen, die man auf so eine Platine, die der Roboterarm, auf die Platine an den vorgegebenen Stellen dann platziert, um die Platine eben zu bestücken und für den Betrieb damit zu rüsten. Aber das ist eigentlich egal. Der interessante Punkt ist das, was ich jetzt hier schreibe. Komponente
haben die Kunden, also diejenigen, die die Fertigungsstraße betreiben wollten, die von mir da eine Optimierung haben wollten, eine Optimierung der Abläufe. Komponente hieß bei ihnen einerseits das einzelne Objekt, was auf, also ein einzelnes Stück, was auf eine einzelne Platine an einer bestimmten Position draufgesetzt werden soll. Das ist sicherlich sinnvoll, das so zu nennen. Aber sie haben auch Komponente verwendet, als um den, also die Komponente A, Komponente B, Komponente C im Sinne von Komponententyp A, Komponententyp B, Komponententyp C. Und das führt natürlich schon zu Verwirrung, wenn der eine das Wort Komponente so meint und bei dem anderen der andere das Wort Komponente so versteht, weil man sich nicht darauf verständigt, wie jetzt der Begriff Komponente gemeint ist. Und zu allem Überfluss, der Vorgang, dass der Roboterarm die Komponente aus dem Lager hernimmt, auf die Platine fährt und an einer bestimmten Stelle ablegt. Auch das wurde einfach Komponente bezeichnet. Also da hätte man sicherlich irgendwie sowas wie Einzelschritt oder sowas oder so etwas besser definiert. Also Sie sehen das Problem, wenn die Leute miteinander reden, führt das ganz leicht zu babylonischer Sprachverwirrung, was dann jeweils hier gemeint ist mit dem Begriff Komponente. Präzise Verben. Jetzt, also das ist eins meiner Lieblingsthemen, eins meiner Steckenpferde, weil einfach deshalb, weil es sehr, sehr stark unterschätzt wird, überall. Man, ein wichtiger, die, wenn, wenn die Leute etwas versuchen, präzise aufzuschreiben, dann achten sie typischerweise auf die Substantive sehr, sehr stark, dann auch Adjektive zu den Substantiven. Aber bei den Verben wird offensichtlich häufig nicht so viel Sorgfalt walten lassen. Und das ist sehr problematisch, führt sehr leicht zu Missverständnissen. Fängt schon mal an, dass wir unpräzise Verben hier verwenden, wie sowas wie untersuchen, betrachten, erforschen. Es gibt immer Situationen, in denen der Begriff untersuchen sicherlich, das Verb untersuchen sicherlich oder das Verb betrachten sicherlich das Richtige ist. Aber wenn Sie sich hier ansehen, beispielsweise solche präzisen Begriffe wie wir entwickeln einen Algorithmus, implementieren ihn und evaluieren ihn oder so etwas, dann sehen Sie den Unterschied. Ja, was heißt, ja, wenn Sie in einem Abstract zu einer wissenschaftlichen Arbeit sehen, wir haben das Problem X untersucht, erforscht. Ja, schön. Was heißt das jetzt? Während, wenn Sie präzisere Verben verwenden, wird das sofort klar. Ja, an dieser Stelle möchte ich gerne zum ersten Mal, wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, eine Weisheit zitieren, die man nicht oft genug zitieren kann. Also Kursivdruck und unterstrichen heißt Betonung. Also sag es einfach. Sag es einfach. Sag es einfach. Dieser erste Teil heißt eben, man soll sich einfacher Sprache bedienen und ähnliches, damit alle Leute das verstehen. Und sag es einfach heißt, bring es auf den Punkt. Ja? Sei präzise. Schwafel nicht rum oder wie auch immer man das formulieren. Und der entscheidende Punkt, ich hoffe, dass dieses erste Beispiel da schon einen ersten Eindruck vermittelt hat, der entscheidende Punkt sind letztendlich die Verben. Natürlich nicht der einzige wirklich entscheidende Punkt, aber der Punkt, der nach meiner Erfahrung am meisten vernachlässigt wird. Zum Beispiel hier, wir kombinieren die Mengen A und B. Kombinieren ist unspezifisch, das kann alles Mögliche heißen. Aber was in dem Fall gemeint war, war, we unite sets A and B. Wir vereinigen die beiden Mengen A und B und das ist sehr spezifisch. Ja, combine kann alles Mögliche heißen. Unite to unite hat eine spezifische Bedeutung. Wo man, selbst wenn man keinen Kontext hat oder nichts, dann wird man schon für unite, denke ich, sich das Richtige denken und combine kann alles Mögliche heißen. Auch Modalverben. Hier habe ich ein schönes Beispiel, was mir mal untergekommen ist. Einmal der Satz, das Ziel wäre verfehlt. Was heißt das? Das heißt, das Ziel wäre schlecht. Ein verfehltes Ziel im Sinne von ein schlechtes Ziel.
Und das Ziel würde verfehlt, ja, nur das Modalverb, eigentlich gar nicht mal das Modalverb selber, doch das Modalverb wäre ein anderes und hat schon eine völlig andere Bedeutung. Das Ziel würde nicht erreicht werden, ja. Also Sie sehen völlig andere Bedeutung nur dadurch, dass das Modalverb unterschiedlich ist. Steigerungsform ist ein interessantes Thema. Was achten Sie mal drauf, was immer wieder mal unterkommt. Das Bessere oder das Beste ist nicht gut. Es kann Situationen geben. Es gibt häufig Situationen, wo man sagen muss, auch die beste Option, die man hat, ist schlecht, eine schlechte Option. Ja, das Problem ist dann, wenn Leute nach der besten, also sich nicht. Also, wenn erwartet wird, dass man eine gute Option anbietet, ja, wenn selbst die beste Option nicht gut ist, wenn Sie erwarten von mir irgendeine Option zu irgendwas, also wie ich die Vorlesung gestalte oder irgendwas oder wie ich die Prüfung gestalte oder was auch immer. Oder zu welchem Termin wir uns hier alle zusammen am besten treffen, auf welchen Termin, der allen passt, wir die Vorlesung legen sollen oder solche Sachen. Ja, und dann kann ich Ihnen keine gute Option bieten, weil wenn selbst die beste Option keine gute Option ist, aber achten Sie mal drauf, wie häufig erwartet wird, dass eine gute Option zu liefern ist. Gerade im politischen Raum eine gute Möglichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen oder solche Sachen. Wenn es eigentlich doch eher danach aussieht, dass auch die besten Möglichkeiten, den Klimawandel zu bekämpfen, nicht unbedingt gut sind. Und hier denke ich, ist ein wesentlicher Punkt für die Verwirrung, dass das eben Steigerungsform ist. Ja, gut. Besser, best. Ja, wenn es etwas Bestes gibt, etwas Besseres gibt, dann gibt es auch was Gutes. Und das ist ein Fehlschluss. So, jetzt kommen wir, sehen, wir machen durchaus einen gewissen, relativ schnellen Durchgang durch viele Themen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Konnotationen. Also wir haben jetzt hier Missverständnisse bisher gehabt, beispielsweise durch Verwechslung von Begriffen, durch Verwechslung von Wörtern oder durch unpräzise Begrifflichkeiten. Jetzt kommen wir zu emotionalen Färbungen. Also vor allem emotionale Färbungen sind gemeint. Konnotation kann natürlich auch noch was anderes heißen, muss nicht emotional sein, aber das ist hier vor allem damit gemeint. Zum Beispiel künstliche Intelligenz hat offensichtlich Konnotationen. Und in der Informatik spricht man auch eher vom maschinellen Lernen, was so als technischer Begriff wertneutral ist. Oder den Erwartungswert hatten wir schon. Das ist nicht der Wert, den man erwarten kann. Auch wenn die Form der Begriff Erwartungswert genau das nahelegt und genau das passiert auch häufig als Fehler, dass der Erwartungswert als die Wahrheit genommen wird. Aber wenn die Varianz, wenn die Streubreite sehr hoch ist, dann ist der Erwartungswert nur ein Wert unter vielen, der an nicht keinster Weise irgendwie wahrscheinlicher ist als andere Werte. Also, das heißt also, man sollte eher auf Fachbegriffe ohne Konnotation, wenn Sie Fachbegriffe prägen selbst, sollten Sie eher Fachbegriffe ohne Konnotationen wählen, wie zum Beispiel eben maschinelles Lernen hier. Bis jetzt hat das noch keine starken Konnotationen, nicht so stark wie künstliche Intelligenz zumindest, ja, häufig am besten aus anderen Sprachen. Und da wissen Sie ja auch, es gibt ja viele, viele Fachbegriffe aus dem Lateinischen oder aus dem Altgriechischen, in der Medizin beispielsweise, aber auch in anderen Wissenschaften und heutzutage vermehrt auch aus dem Englischen. So, ein schönes Beispiel für Konnotationen hat auch wieder einen eigenen Namen. Das ist die sogenannte Emotive Conjugation oder auch Russell Conjugation. Worum geht es da? Vielleicht ein paar Beispiele. Ein erstes Beispiel zeigt das schon. Es geht um Begriffspaare. Es geht um zwei Begriffe, die im Prinzip synonym sind, aber unterschiedlich emotional konnotiert. Ja, der Begriff Freiheitskämpfer ist positiv konnotiert, der Begriff Terrorist ist negativ konnotiert.
Jetzt im Zusammenhang mit den Klimaprotesten, mit den Klimaklebern, Last Generation, gibt es da noch eine interessante Variation, nämlich Aktivist versus Extremist. Habe ich heute Morgen im Radio genau das gehört, dass jemand gesagt hat, er mag das Wort Aktivist in dem Zusammenhang nicht und redet lieber von Extremisten. Das ist ein schönes Beispiel für Emotive Conjugation. Kernkraft versus Atomkraft ist inzwischen seit jetzt eine Geschichte. In den 80er Jahren gab es einen ziemlichen Kampf um die Deutungshoheit. Die einen haben immer von Kernkraft gesprochen, die anderen von Atomkraft. Warum? Weil man der Meinung war, ob zu Recht, weiß ich nicht, dass Atomkraft viel gefährlicher klingt als Kernkraft, dass Kernkraft viel harmloser klingt. Also Kernkraft war für die einen ein verharmlosender Begriff, Atomkraft war für die anderen ein dramatisierender Begriff. Oder hier auch ein Beispiel, Suizid, der technische Begriff, der nicht so krass negativ klingt wie dieses Wort Selbstmord, wo das Wort Mord drin steckt, was auch sogar noch lautmalerisch Selbstmord sehr dramatisch klingt. Das ist ein schönes Beispiel. Das ist jetzt inzwischen auch schon wieder, wie lange her? Das ist jetzt 6 Jahre her. Das war vor der vorletzten Bundestagswahl. Da gab es, haben einige Parteien versprochen, diese Art, also das Thema Ehe zu erweitern auf nicht traditionelle Paarzusammensetzung. Und damals gab es den Begriff Homo-Ehe dafür, wurde dafür in den Medien im öffentlichen Diskurs verwendet. Und dann gab es irgendwann die Bestrebung, diesen Begriff Homo-Ehe nicht mehr zu verwenden, sondern stattdessen den Begriff Ehe für alle, was sich dann auch, soweit ich sehe, durchgesetzt hat, zumindest im öffentlichen Diskurs, in unseren Medien und so weiter. Warum gab es diese Bestrebung? Weil Homo-Ehe war man der Meinung, das klingt negativ, Ehe für alle klingt positiv. Das ist ein anderes schönes Beispiel. Wenn jemand beispielsweise Vergleiche anstellt, wenn man dem positiv diesem Vergleich gegenübersteht, dann würde man eher von einer Einordnung im größeren Kontext reden. Wenn man eher negativ dem eingestellt ist, wird man von Whataboutism oder es gibt auch, glaube ich, Derailing als Begriff an dieser Stelle verwenden. Oder es muss nicht unbedingt ein Begriffspaar sein. Man kann auch beispielsweise ein gar nichts versus, dass da sowas steht wie angeblich oder vermeintlich, ja. Eine angebliche Sache ist natürlich immer negativ oder vermeintlich. Das klingt natürlich erstmal negativ. Und wenn man nichts dazu schreibt, dann ist es erstmal, also mit angeblich oder vermeintlich unterminiert man die Glaubwürdigkeit. Und wenn man kein Attribut bzw. Adverb an dieser Stelle verwendet, dann drückt man Glaubwürdigkeit damit aus. So, zum Beispiel auch im MINT-Bereich, solche Sachen können auch sein. Deutlich oder etwas besser, deutlich besser oder etwas besser ist sicherlich auch ein Beispiel für Emotive Conjugation, Russell Conjugation. Ja, Sie können dasselbe Ergebnis können Sie so zusammenfassen oder so zusammenfassen und es kommt bei den Lesern und Leserinnen natürlich etwas anders an. Deutlich besser ist eben deutlich besser. Und etwas besser, naja, ist jetzt nicht so weltbewegend. So, was ist also so eine Emotive Conjugation oder Russell Conjugation? Wir haben zwei Synonyme, aber mit unterschiedlichen Konnotationen. Eins positiv, das andere negativ. Gut, damit sind wir mit Russell Conjugation durch. Ein aktuelles Beispiel, das inzwischen gar nicht mehr so aktuell ist. Für Konnotation ist der Begriff Open Book Klausur, den wir hier vor ein, 2 Jahren ja sehr häufig an der TU Darmstadt hatten. Was mir ehrlich gesagt auch ziemlich aufgestoßen ist, nämlich Open Book Klausur hatte schon immer eine spezifische Bedeutung, nämlich man kann alles mitnehmen, was man will. Solange man nicht eine ganze Palette reinschieben muss an Unterlagen. Alles, was man an Unterlagen vernünftig tragen kann, kann man mitbringen und verwenden. Also
Damals ja waren elektronische Klausuren, zumindest in Deutschland, ja noch gar nicht so verbreitet. Man hat aber natürlich Präsenzklausuren gemeint. So, und hier an der TU Darmstadt und ich denke auch an anderen Stellen hat sich eine neue, hat, wurde das, der Begriff Open Book Klausur jetzt für etwas anderes verwendet, nämlich für etwas verwendet, unbeaufsichtigter Fernprüfungen. Ja? Und ist das schlimm? Man kann ja sowas nennen, wie man will eigentlich. Ja, Definition kann man ja wählen, wie man will. Man kann ja Begrifflichkeiten wählen, wie man will. Aber wir hatten ja schon gesagt, man sollte Begrifflichkeiten so wählen, dass sie nicht missverständlich ist. Das Problem hier ist, wenn Sie nicht von unbeaufsichtigten Fernprüfungen gehen, sondern von Open Book Klausur. Und das ist jetzt kein akademisches Problem. Das habe ich mehrfach in Diskussionen erlebt. Dann ist das ein Framing der Diskussion in die Richtung, naja, ist doch egal, dann müssen halt die Klausuren umgestaltet werden, wenn die Leute halt ihre Bücher und ihre ganzen Unterlagen mitnehmen können. Ist doch überhaupt nie kein Problem, ja. Aber dass es überhaupt keine Prüfung mehr gibt, wer die Prüfung eigentlich schreibt, ja, ob das wirklich der offiziell angemeldete Prüfling ist oder jemand anders und ob da noch jemand daneben sitzt, der diesem Prüfling da vielleicht unzulässig hilft und so weiter, das ist in den Diskussionen völlig untergegangen. Also das finde ich, ist ein sehr problematisches Beispiel dafür, für solche Konnotationen. Also, wenn ein Begriff seine Bedeutung ändert. So, damit sind wir mit dem ersten Abschnitt durch. Das ist auch, wenn Sie mal auf die Foliennummern schauen, der mit Abstand längste Abschnitt. Wir kommen jetzt dann zum zweiten und danach dann zu den anderen drei Abschnitten. Kurze, präzise konstruierte Sätze. Was hat das damit auf sich? Fangen wir erstmal mal mit solchen kleinen Sachen in den Sätzen an. Sie verwenden ja auch häufig das Wort oder, nehme ich mal an. Also man kommt ja im Deutschen fast nicht aus, ohne das Wort oder häufiger zu verwenden. Aber hier gibt es jetzt das Problem, wie dieses oder gemeint wird. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Bedeutungen des Begriffs oder, nämlich inklusiv oder exklusiv oder. Exklusiv oder ist entweder oder. Entweder A oder B, aber nicht beides. Inklusiv oder ist A oder B oder beides, A und B gleichzeitig. Ja? Das ist häufig notwendig, wenn Sie, wir hatten schon ein Beispiel dafür, glaube ich. Ja, genau, wir hatten ein Beispiel dafür, nämlich Definition von geringfügiger Beschäftigung im Sozialgesetzbuch, wo zwei Kriterien waren und wo nicht klar aus dem Text herausgegangen ist, was passiert. Ist das überhaupt, sind diese beiden Kriterien mit und verknüpft oder mit oder verknüpft? Und wenn sie mit oder verknüpft sind, sind sie mit entweder oder mit entweder oder beides verknüpft. Ja, das macht für die Betroffenen natürlich einen massiven Unterschied. Bei Aufzählung, ob abgeschlossen oder offen. Also was heißt das, ob noch Punkte hinzukommen können oder nicht? Ja. Wenn zum Beispiel da steht, Abschlussarbeiten können aus den folgenden Themen gewählt werden, A, B, C, D, E und so weiter, dann macht es natürlich für Sie einen Unterschied, ob das wirklich eine abgeschlossene Liste von Themen ist, aus denen die Abschlussarbeiten gewählt werden können, oder ob Sie vielleicht noch vorschlagen können, ob Sie sich so vorstellen können, okay, diese Beispiele. Wenn das nur Beispiele sind, dann ist ungefähr klar, was so der Bereich der Themen ist. Dann schlage ich doch mal etwas vor, was unter keinen dieser einzelnen Punkte fällt, aber doch unter diesen ganzen Bereich fällt. Ich will vielleicht noch mal ein ganz, das hat, das muss ich, daraus muss ich mal eine eigene Folie, glaube ich, sollte ich mal machen. Ich will ein ganz krasses Beispiel nennen, was jetzt nicht konkret aufzählen ist, aber was die Frage abgeschlossen oder nicht abgeschlossen beinhaltet. Ja, es gibt im bürgerlichen Gesetzbuch eine ganze Reihe von Regelungen zu Mietpreisdeckel, Mietpreisbremse, zur Regulierung von Mietverhältnissen für Privatpersonen zu Wohnzwecken.
So, und das Land Berlin hat vor ein paar Jahren einen sehr, sehr viel härteren Mietpreisdeckel als Landesgesetz verabschiedet, was sehr viel härter ist als die Regulierung im bürgerlichen Gesetzbuch. Und dagegen sind Leute vor das Bundesverfassungsgericht gezogen mit der Begründung, dass das Land Berlin, dass die Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch abschließend sind, also durch Landesgesetze nicht mehr verändert werden können, auch nicht verschärft werden können, während das Land Berlin, die Regierung, der Senat der Meinung war, nein, die Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch sind nicht abschließend. Wir dürfen da noch unsere eigenen Regelungen hinzufügen. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ja. Ist für unser bürgerliches Gesetzbuch ist es nicht erstmal per se klar, ob die Regelungen, die da drin sind, abschließend oder nicht abschließend sind. Ob die Länder oder vielleicht sogar über Satzungsweg sogar Kommunen da noch irgendwas dran umändern dürfen oder nicht. Ja. Das muss man sich mal klar machen, was das für eine Riesenlücke eigentlich ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass diese Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch abschließend sind, sodass also tatsächlich dieser strengere Mietpreisdeckel vom Land Berlin aus diesem Grund verfassungswidrig ist. Also überhaupt nicht den materiellen Inhalt geprüft, nur Gesetzgebungskompetenz geprüft. Also zum Beispiel auch hier, ob noch Punkte hinzukommen können oder nicht, umfasst genau das oder umfasst unter anderem das. Also man sollte immer gucken, dass man das möglichst genau formuliert. Eben solche Sachen umfasst die und die Regelungen, umfasst genau die Regelung oder umfasst unter anderem diese Regelung. Ja, abgeschlossen, umfasst genau, offen, umfasst unter anderem. Bei Anzahlen haben wir dasselbe Problem im Prinzip, dass häufig gesagt wird, dass häufig unterschlagen wird, dass häufig vergessen wird, genau zu sagen, wenn da steht, wenn da irgendwo eine Größeneinheit steht, ob das mindestens so viel sein muss oder höchstens so viel sein muss oder genauso viel sein muss, wie da steht. Oder Quantoren, ja? Was sind Quantoren? Für alle ist ein Quantor, der Allquantor. Für alle Studierenden ist ein Allquantor, ist genau ein Studienbüro, ist auch ein Quantor. Für alle Studierenden ist genau ein Studierendenbüro zuständig. Und was heißt das? Was steht da? Steht dass da dasselbe Studienbüro für alle zuständig ist? Vermutlich ist es eher so, dass für jeden Studierenden und jede Studierende jeweils individuell genau ein Studierendenbüro zuständig ist, nämlich das Studierendenbüro des Fachbereichs, in dem dieser Student, diese Studentin studiert. Wenn ist ein Wort, das immer problematisch ist, weil man das, wie Sie sehen das, weil man das sehr verschieden interpretieren kann. Als immer wenn, als sobald, wenn etwas ankommt, sobald etwas ankommt. Immer wenn eine neue Fracht ankommt, wenn eine neue Fracht ankommt, immer wenn eine neue Fracht ankommt. Falls die Fracht doch noch heute ankommt, ja, oder spätestens bis die Fracht angekommen ist, sollte die Luke frei sein oder solche Sachen. Ja, Sie sehen die Problematik, wenn man nur das Wörtchen wenn verwendet. Relativ. Wenn relativ ist immer. Es bezeichnet eine Relation, logisch, ist immer zu sehen, relativ zu was. Das werden wir später nochmal sehen, wenn wir nochmal so ein paar Corona-Kennzahlen betrachten, so in der Rückschau, relativ zur Inzidenzzahl, Anzahl der Erkrankungen, relativ zu gestern, heute relativ zu gestern, relativ zu 100.000 Leuten, relativ zu was. Wird häufig unterschlagen. Es wird häufig unterschlagen, wozu etwas in Relation gesetzt wird. Ja. Im Vergleich genauso. Ja, im Vergleich verhält sich das so und so. Ja, im Vergleich womit verhält sich das so und so? Steigerungen, wenn etwas höher ist, höher als was? Am höchsten von welchen allen Möglichkeiten ist das? Ja.
Häufig ist es aus dem Kontext heraus klar, was gemeint ist, aber sehr häufig ist es auch nicht klar aus dem Kontext heraus, was damit gemeint ist. Und natürlich, wenn Sie Zeitung lesen, ist es häufig ziemlich egal, ob Sie das richtig verstanden haben oder nicht richtig verstanden haben, weil er letztendlich daraus nicht allzu viel folgt. Ja, wenn Sie die Zeitung falsch verstanden haben, ja, in den meisten Fällen ist das eigentlich ziemlich irrelevant für Ihr weiteres Leben und für den Rest der Welt. Aber manchmal ist es auch relevant und dann ist es wichtig, dass man hier das nicht falsch versteht. Relativ genauso, den kennen Sie ja wahrscheinlich auch aus dem Grammatikunterricht. So, das ist der Punkt, um den es geht. Nur weil Ihnen klar ist, was da ausgelassen wurde, muss das den Adressaten und Adressatinnen, ich habe ja vom Publikum gesprochen, noch lange nicht klar sein, was da ausgelassen würde. Also wichtig ist, dass Sie solche Auslassungen vermeiden, wie wir sie auf den letzten zwei Folien hatten. Ja? Dass Sie bewusst sind, Sie müssen, wenn Sie irgendwo das Wort relativ schreiben, schreiben Sie immer dazu gleich relativ zu was. Kann natürlich sein, dass es aus dem folgenden Kontext klar ist, ja, wirklich klar ist. Aber achten Sie immer, dass nur weil Ihnen das klar ist, muss es im Publikum noch lange nicht klar sein. Wenn ein weiterer Punkt, warum Sie Auslassungen vermeiden sollen, das ist gedankliche Klarheit, ja. Wenn Sie erstmal einen Satz schreiben und da steht irgendwo relativ. Oder im Vergleich hatten wir als Beispiel auf der letzten Folie auch. Und Sie gehen jetzt daran, aha, da steht im Vergleich, der Mai hat gesagt, ich soll dazu schreiben, im Vergleich wozu? Und dann kommen Sie ins Grübeln, ja, im Vergleich wozu denn eigentlich? Und dann merken Sie vielleicht, dass Sie noch gar nicht so richtig verstanden haben, was Sie da eigentlich schreiben wollen. Und weil Sie nicht sagen können, im Vergleich wozu das eigentlich jetzt geschrieben ist. Und das bringt Sie hoffentlich dann zum Nachdenken, dass Sie da nochmal drüber nachdenken. Weil Sie nämlich, ja, das ist nochmal eine gute, wenn Sie diese Auslassungen füllen, die man sehr gerne sehr schnell macht, sowas wie relativ oder im Vergleich, ohne zu schreiben, im Vergleich wozu, zu was, wenn Sie das dann füllen wollen und keine richtige Idee haben, womit Sie das füllen, dann ist das ein sehr starkes Zeichen, dass Sie da noch ein bisschen mehr geistige Arbeit leisten müssen, um das wirklich zu verstehen, was Sie da eigentlich sagen wollen. Betonung müssen Sie mitschreiben. Ja, das habe ich ja hier getan, sonst kommt es ja nicht an. Ja, stellen Sie sich vor, hier wären die Betonungen nicht mitgeschrieben. Ist unklar, was das überhaupt heißen soll. Betontes Wort hervorheben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier auch die Brotschrift ist bei mir hier auf Folienkurs Fettdruck. Das heißt, ich kann Fettdruck nicht als Stilmittel verwenden, um das betonte Wort hervorzuheben. Deshalb verwende ich hier Kursiv und Unterstrichen. Wenn Sie irgendwo publizieren, dann in einer Zeitschrift beispielsweise, dann müssen Sie natürlich auch die Regeln, also jedes solche Medium hat eigentlich Regelungen, wie man in diesem Medium tatsächlich, wie soll ich sagen, tatsächlich Betonungen ausdrückt und denen folgen Sie natürlich. Wir hatten auch schon ein Beispiel dafür, dass es durchaus sinnvoll sein kann, Bestandteile eines Wortes, die man betont will. Ja? Ich hatte ja hier den Begriff Komponente und im Gegensatz dazu Komponententyp, also betone ich Typ. So, wir sind bei kurzen, präzisen Sätzen weiterhin. Hier möchte ich Ihnen ein Beispiel wieder aus der hohen Politik nennen, was inzwischen schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also es ist schon über 10 Jahre her, dass das Thema akut war. Damals war es aber sehr akut. Es ist monatelang in ganz Deutschland hochgeguckt und hochgekocht und natürlich insbesondere in Stuttgart selber. Worum ging es? Es ging um den Ausbau des Stuttgarter Bahnhofs. Ob der Stuttgarter Bahnhof wirklich nach den vorgelegten Plänen ausgebaut werden soll oder nicht. Das hieß Stuttgart 21, weil wohl die Planung war, dass 2021 der Bahnhof fertig wird. Ja, Sie kennen das ja mit den Planungen.
So, und der interessante Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist der, es ging bei der Volksabstimmung, es war eine Volksabstimmung im Land Baden-Württemberg, im Bundesland Baden-Württemberg, im gesamten Bundesland Baden-Württemberg. Und es ging nicht wirklich, das Land Baden-Württemberg konnte nicht entscheiden darüber, ob Stuttgart 21 gebaut wird oder nicht. Worüber es entscheiden konnte, war, und das sollte die Volksabstimmung dann eben bringen, worüber es entscheiden konnte, war, ob das Land Baden-Württemberg seine Zusage der Kofinanzierung zurückzieht oder nicht, womit dann Stuttgart 21 gestorben wäre. So, also die Frage, die gestellt wurde, war nicht in der Volksabstimmung, war nicht, ob Stuttgart 21 gebaut werden soll, sondern die Frage war, soll das Land Baden-Württemberg seinen Anteil, seine Zusage am Geldanteil zurückziehen? Ja oder nein? Das heißt also, wer gegen Stuttgart 21 war, musste mit Ja stimmen, soll zurückziehen. Und entsprechend, wer für Stuttgart 21 war, musste mit Nein stimmen. Ja? Und das ging nicht anders. Das musste so wegen dieser Landeszusage halt sein. Nur darüber konnte abgestimmt werden. Das Problem an der Sache war, eine Zeitung hat vorher mal herumeruiert, wie die Beschlussvorlage verstanden wurde von Leuten auf der Straße und ist zu dem Schluss gekommen, dass viele Leute das genau falsch herum verstanden haben. Dass also Leute, die gegen Stuttgart 21 waren, dann zum Schluss gekommen sind, okay, ich stimme mit Nein. Und Leute, die für Stuttgart 21 waren, dann zum Schluss gekommen sind, okay, ich habe hier mit Ja zu stimmen. Also es ist hinterher meines Wissens keine Analyse vorgenommen worden, inwieweit dieser Volksentscheid, den der damalige und heutige Ministerpräsident Kretschmann als so bindend übernommen hat, obwohl er eigentlich dagegen war, als Person und seine Partei auch dagegen war, inwieweit dieser Effekt zu dem Ergebnis des Entscheids geführt hat. Aber wäre eine interessante Frage, nicht? Ob es vielleicht nur dieser logische Effekt war, der zu einem Nein für die Rücknahme der Mittelzusage geführt hat, also zu einem Ja für Stuttgart 21. Gut, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Konjunktion. Das ist ein Thema, was sicherlich mal so kurz im Deutschunterricht vorkommt. Also das, was wir jetzt machen, haben Sie sicherlich schon mal in der einen oder anderen Form im Deutschunterricht gesehen, aber lange ist sicherlich her. Aber ich möchte das nochmal dringend betonen, wie wichtig die Wahl der richtigen Konjunktion ist. Ja? Also sehr häufig wird das Wort und, die Konjunktion und verwendet in Situationen, wo man sagen muss, nein, das ist zu unspezifisch. Ja, es ist grammatikalisch richtig und irgendwie auch vertretbar, aber es gibt präzisere, unmissverständliche Konjunktionen an dieser Stelle. Zum Beispiel, also wo man und, die Konjunktion und natürlich verwenden sollte, wo es keine Alternative gibt, außer Komma. Oder andere Interpunktionszeichen ist natürlich parallele Sachen, so wie hier. Wobei man hier sich vielleicht noch überlegen kann, nicht muss, aber kann, ob man nicht diese Parallelität der einzelnen Sachen dann noch durch eine Aufzählung oder ähnliches, durch eine Nummerierung oder ähnliches verdeutlichen will. Und für logische Verknüpfung ist sowohl als auch. Gibt aber und ist auch temporale Verknüpfung. Ja. Wenn Sie und verwenden als temporale Verknüpfung, wäre es schon sinnvoll, hier sowas wie und dann zu schreiben, um das deutlich zu machen, dass es eben die zweite Bedeutung hier unten ist und nicht die erste. So, was haben wir denn für Arten wenn die Aussagen miteinander kombiniert werden? Wir haben Aufzählung. Da sehen Sie jetzt ein paar Beispiele dafür.
für Wörter, die man dafür verwenden kann. Konjunktionen oder auch Adverben. Wir haben von getrennt Ziele. Ja. Für Ziele gibt es so eben auch verschiedene Möglichkeiten, wobei das Wort denn auch wieder missverständlich ist, denn es kann auch anderes als Ziele beinhalten, nämlich zum Beispiel Kausalitäten. Folge gibt es entsprechende Konjunktionen oder Adverben, Kausalität entsprechend. Präpositionen sogar hier an dieser Stelle wegen, wobei wegen ja eigentlich eine Postposition ist, nicht? Eigentlich ganz traditionell schreibt man wegen hinter das sein Bezugswort. Aber das ist, glaube ich, schon lange, also in meinetwegen zum Beispiel klingt das noch anders. Wegen hinter meiner und meiner gewandelt zu meinetwegen. Dann oder unseretwegen, dass das da entsprechend hinter das Wort gestellt wird. Einwände, klar. Bedingungen, wenn, falls, über wenn haben wir uns schon ausgesprochen. Mehr ins Detail versus, das ist nochmal ein interessanter Punkt, mehr ins Detail ist nicht dasselbe wie Paraphrasierung. Ja, mehr ins Detail heißt, sie geben zusätzliche Informationen, eben Detailinformationen. Paraphrasierung heißt, sie sagen dasselbe nochmal, eben mit anderen Worten. Und ist auch nicht dasselbe wie Spezialfall. Ja, mehr ins Detail ist nicht dasselbe wie Spezialfall. Mehr ins Detail heißt, sie bleiben im Allgemeinen und gehen dann eben, sagen das eben genauer nochmal. Spezialfall heißt, sie verlassen den allgemeinen das Allgemeine und gehen in eine spezielle Situation hinein. Ja? Also es ist wichtig, die Dinge auseinanderzuhalten, sonst stiftet man Verwirrung, wenn Sie hier beispielsweise bei den letzten dreien die falsche Formulierung verwenden. Nicht die, die Sie, nicht die, die für den Zweck vorgesehen ist, den Sie eigentlich meinen. So, nehmen wir hier ein schönes Beispiel für und. Solange die Kräfte klein genug sind, dass sie nicht das Material verformen und auf den ganzen Körper wirken. Und was hier gemeint war, ist der zweite Satz. Solange die Kräfte klein genug sind, alles also dasselbe, dass sie nicht das Material verformen, sondern auf den ganzen Körper wirken. Sie sehen, dass das eigentlich, man kann es so interpretieren, wie es hier unten steht. Den oberen Satz kann man so interpretieren, wie er hier unten unten steht. Aber eigentlich ist eher eine andere Interpretation näherliegend, nämlich die Kräfte sind klein genug, dass sie auch auf den ganzen Körper wirken. Was zwar ein bisschen komisch ist, aber ist eigentlich eher das, was sprachlich naheliegend ist. Hier ist ein schönes Beispiel aus tatsächlich aus einem Ratgeber. Rollläden nutzen wenig. Denken Sie an Einbrüche zur Tageszeit, wenn diese meist nicht heruntergelassen sind. So, erstmal die Frage ist, was ist denn genau die Beziehung? Wir haben uns eben ausgelassen über Beziehungen und mit welchen Wörtern oder Phrasen wir diese Beziehung präzise darstellen. Hier steht jetzt gar keine Beziehung, keine Überleitung, die diese beiden Sätze irgendwie miteinander in Beziehung setzt. Und die Frage ist, wie stehen die beiden eigentlich in Beziehung zueinander? Insbesondere zum Beispiel oder denn der Punkt ist einfach der, dass hier was Verschiedenes jeweils steht. Wenn je nachdem, es kann verschiedene Interpretationen geben, wie dieser nicht ausgedrückte Zusammenhang gemeint ist. Wenn Sie jetzt in Gedanken das denn da reinsetzen, Rollladen nützen wenig, denn bei Einbrüchen zur Tageszeit nützen sie, Rollens nützen wenig, denn bei Einbrüchen zur Tageszeit sind sie meist nicht heruntergelassen.
Oder Rollläden nützen wenig, zum Beispiel bei Einbrüchen zur Tageszeit sind diese meist nicht runtergelassen. Ja? Da ist dann die Frage, warum nützen Rollläden zur Nacht wenig? Nehmen wir hier nochmal ein Beispiel her. Wir sind wieder beim Wort wenn. Eigentlich ist wenn, ja, kennen Sie ja, entweder temporal oder konditional. Konditional synonym zu falls, temporal synonym zu immer wenn oder zu sobald wenn oder ähnliches. Aber manchmal verwendet man das auch kausal. So zum Beispiel. Manchmal verwendet man das Wenn in solchen Satzkonstruktionen und dann ist offensichtlich das Wenn als Kausalität zu verstehen und das ist natürlich nochmal ein bisschen problematisch, wenn konditional und kausal Sätze, wenn die nicht so sauber voneinander sprachlich getrennt sind. Denn konditional Sätze und kausal Sätze sind zwei völlig verschiedene Dinge, beinhalten völlig verschiedene Dinge. So, noch ein Beispiel, das ist ein, ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch nicht nur über Informatik, gibt es vielleicht auch über andere. Also, gut, nein, das ist noch nicht der Witz. Der Witz kommt erst noch. So, jemand kommt vorbei, schaut rein und fragt Junge oder Mädchen und der Informatiker antwortet mit Ja. Das war jetzt der Witz. So, und was ist der Witz an der ganzen Sache? Die Frage Junge oder Mädchen ist natürlich eine extreme Kurzform. Und diese Frage, diese extreme Kurzform, kann man auf zwei verschiedene Arten interpretieren. Nämlich so, wie das wahrscheinlich die meisten Menschen interpretieren würden, ob das jetzt ein Junge ist oder ein Mädchen ist. Wie hat dieser Informatiker das offensichtlich interpretiert, in dieser Form? Ist es korrekt, dass es ein Junge oder ein Mädchen ist? Also nichts anderes als ein Junge oder ein Mädchen. Und darauf hat er dann die korrekte Antwort gegeben. Ja, es ist korrekt, dass das ein Junge oder ein Mädchen ist. Das ist durchaus eine Art und Weise, wie, also Informatikern, glaube ich, kann beides passieren, etwas so oder so zu interpretieren. Aber natürlich sind Informatiker nicht so weltfremd, wie man immer denken würde. Wissen natürlich auch, dass meistens die Frage so gemeint ist, wie der erste Punkt hier gesagt. So, also, verwenden Sie immer die richtigen Konjunktionen oder das richtige Adverb oder die richtige Präposition oder Postposition, wie im Fall von wegen. Was heißt denn das? Also Sie werden ja wichtige Texte noch Korrektur lesen und dann werden Sie hoffentlich darüber stolpern, wenn Sie irgendwo eine Konjunktion, eine Zusammensetzung von zwei Aussagen haben, über die Frage stolpern hoffentlich, ob Sie die richtigen Wörter dafür verwendet haben, die richtigen Konjunktionen, das richtige Adverb, die richtige Präposition oder was auch immer. Und da ist ein Punkt, der uns noch im Kapitel 2 Kopfschmerzen machen wird, ein besonderer Punkt dabei, bei Kausalitäten sehr dass der Mensch sehr schnell dazu neigt, Kausalitäten anzunehmen, also sowas wie weil einzusetzen. Den Punkt hatten wir eben schon mal. Das Konditionale und Kausale Zusammenhänge, da müssen Sie sich bewusst darüber sein, falls Sie es auch noch nicht sind, dass der Mensch sehr stark dazu neigt, konditionale und kausale Zusammenhänge miteinander zu verwechseln. Wir werden das noch im Kapitel 2 sehen, mit Korrelation und Kausalität oder Koinzidenz und Kausalität hier schon mal auf rein sprachlicher Ebene. Wir hatten es eben mit dem Beispiel wenn, dass wenn eigentlich meistens konditional oder temporal verwendet wird, dass es dafür da ist, aber auch schon mal als zum Ausdruck einer Kausalbeziehung verwendet wird. Gut, dazu werden wir dann im zweiten Kapitel noch mehr zu sagen haben. Gut, was ganz allgemein, kurze, einfach strukturierte Sätze. Ja, also keine ineinander geschachtelten Sätze, keine Bandformsätze, keine Sätze, die halbe Buchseite einnehmen oder ähnliches. Es sollte nur ein einziger logischer Sachverhalt pro Satz sein. Oder? Hier sehen Sie wieder exklusiv oder.
entweder ein einziger logischer Sachverhalt oder ein einziger logischer Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten sollte sein, ja. Warum? Weil jeder kompliziertere Satz schwieriger zu verstehen ist. Die Verneinungsstruktur, nicht? Doppelte Verneinung, dreifache Verneinung und so weiter und so fort. Auch das ist wieder schwierig zu verstehen, ist oft auch missverständlich, worauf sich die Verneinungen dann jeweils tatsächlich beziehen. So, jetzt haben Sie da die Situation also, dass Sätze logisch eng zusammenhängen. Und was Ihnen fehlt, ist dann so ein bisschen das Strukturierungsmittel. Ja, Sie können Punkte dazwischen setzen, aber damit sind diese Sätze genauso weit voneinander getrennt wie Sätze, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ja. Es gibt aber eine Möglichkeit, die im Englischen sehr häufig gebraucht wird, die ich eigentlich auch hier fürs Deutsche gut empfehlen kann, um eine Hierarchie von Zusammenhängen zwischen Sätzen klar zu machen. Wenn Sätze eng passen, eng zusammengehören, dass man vielleicht dann eher dazu geneigt ist, ein Semikolon dazwischen zu setzen und nicht einen Punkt. Insbesondere aber nicht nur, wenn die Sätze parallel zueinander sind. So zum Beispiel auch. Also Sie haben einen logischen Schluss Sie wollen einen logischen Schluss in Deutsch oder Englisch in Sätzen ausformulieren, in ganzen Sätzen. Sie wollen also diesen logischen Schluss ausformulieren, diesen logischen Schluss und diesen logischen Schluss. Und dann wäre erwähnenswert, weil das alles halt so eng zusammengehört, eben nicht hier überall jeden dieser Sätze. Das ist der Satz, der ganze Satz, stellvertretend hier, der ganze Satz, der diesen logischen Schluss ausdrücken soll, der ganze deutsche Satz, der diesen logischen Schluss ausdrücken soll, der ganze deutsche Satz, der diesen logischen Schluss ausdrücken soll. Und da die Sachen so eng beieinander sind, dass man da vielleicht erwägt, stattdessen Semikolon reinzusetzen. Sodass also wieder jeder einzelne Satz hier kurz und einfach strukturiert ist und jeweils nur einen Sachverhalt beinhaltet. So, und Sie sehen, das Ganze ist dann immer noch einfach und übersichtlich und leicht verstehbar. Ja, es ist leicht zu verstehen, dass diese drei Sätze jeweils für sich ein eigener Satz sind, ein vollständiger Satz mit Hauptsatz und potenziellen Nebensätzen. Aber dass diese drei Sätze zusammen eine Sinneinheit bilden. Ja, und die nächsthöhere Sinneinheit wäre dann der Absatz. Wenn einem das nicht ausreicht als Hierarchie, dass man Semikolons oder Punkte dazu hat, um nähere, engere oder weniger engeren Zusammenhang auszudrücken. So, jetzt so eine schwierige Situation. Sie haben jetzt also eine Situation, die oftmals auftritt, wenn Sie öfters mal hier an dem Text rumbasteln, vielleicht nachträgliche Ergänzungen vornehmen, dann stellen Sie fest, Sie finden einen Satz an der einen Stelle und einen anderen Satz an einer etwas anderen Stelle, etwas dahinter. Dazwischen sind ein oder mehrere andere Sätze, aber diese zwei Sätze sollten Sie eigentlich eher zusammen haben. Gehe ich nochmal zurück. Diese beiden Sätze wollen Sie eigentlich eher zusammen haben, weil sie eben logisch zusammenhängen. Dann ist das erst einmal ein starkes Indiz dafür, dass Sie vielleicht auch nochmal über die Reihenfolge Ihrer Sätze nachdenken sollten oder dass Sie da nicht vielleicht eher eine Umordnung der Sätze machen sollten. Wobei Sie daran denken sollten natürlich, dass wenn Sie Sätze umordnen, dass Sie dann nochmal über die genauen Formulierungen gehen müssen. So, jetzt kann es ja manchmal sein, dass die Umordnung nicht möglich erscheint, dass die anderen Sinnzusammenhänge, die log anderen logischen Zusammenhänge genauso wichtig sind und dass Sie jetzt andere logische Zusammenhänge wieder zerhacken würden, wenn Sie diese zwei Sätze, die im logischen Zusammenhang miteinander stehen, zusammenbringen würden. Dann würde es sich zumindest anbieten, wenn Sie schon die beiden Sätze nicht näher zusammenbringen können,
wenn das keinen Sinn macht, dass sie dann nochmal einen Verweis vom hinteren auf den vorderen Satz bringen, damit dem Leser und der Leserin sich erschließt, dass diese beiden Sätze in einem logischen Zusammenhang stehen. Denn nur, wieder mal, nur weil Ihnen als Autor, als Autorin sich das völlig klar ist, dass diese beiden Sätze in einem logischen Zusammenhang stehen, muss das für Leser und Leserinnen überhaupt nicht klar sein. Und deshalb würde sich in so einem Fall anbieten, einen entsprechenden Rückverweis zu geben. Pronomen eher als Rückverweis vermeiden, weil bei Pronomen hat man das generelle Problem, wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Bei Pronomen ist nie klar, es ist nicht unbedingt so leicht klar, was das Bezugswort eigentlich ist. Sie können sich auch noch überlegen, vielleicht noch einen Satz, der die Gesamtstruktur erläutert, einzufügen. Zum Beispiel, ich will das an einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Wir haben diese drei Sätze A, B und C. Ja, A, B und C stehen für drei vollständige deutsche oder englische Sätze. Oder vielleicht eine andere Sprache, ist mir egal. So, und die innere Logik ist die, dass A und B sind zwei Ursachen, die zusammen die Folge C ergeben, sozusagen. Das heißt also, A und C hängen zusammen. Und B und C hängen zusammen. Sie können nicht aus dem Problem raus. Wenn Sie die Reihenfolge A, B, C haben, dann haben Sie A von C getrennt, obwohl die beiden logisch zusammengehören. Und wenn Sie A und B umordnen, dann haben Sie B von C getrennt, obwohl auch B und C logisch zusammengehören. Ja, also aus dieser Falle kommen Sie so leicht nicht raus. Aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die man dann tun kann. Man kann zum Beispiel einen einleitenden Satz machen, noch vorneweg, vor A, und sagen so: Aus den folgenden zwei Sätzen ergibt sich das dann, was im dritten Satz ist oder so etwas. Oder zum Beispiel auch, dass man C nach vorne kopiert, dass man erst einmal die Schlussfolgerung an den Anfang schreibt, was ja meistens das ist, was auch wichtig ist, das, was man ja eigentlich kommunizieren will, diese Schlussfolgerung, sodass es nicht von vornherein durchaus nicht falsch ist, den Leser, die Leserin als erstes mit C zu konfrontieren, damit die gleich wissen, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und dann noch was dazu schreiben, das ergibt sich aus A und B oder so was. Dann ist die Logik deutlich klar und Sie haben nicht mehr das Problem, dass Sie da Sätze mit Sätzen dazwischen, Sätze haben, die logisch zusammengehören, aber noch andere Sätze dazwischen. Das ist nur ein einfaches, aber häufiges Beispiel für die Problematik auf der vorhergehenden Folie. So, hier ist ein Beispiel dafür. Gut, es ist ein etwas älteres Beispiel, aber 2020, aber es ist natürlich aktuell. Es könnte natürlich auch für 2023 stehen. So, und Sie sehen hier, das ist nochmal mein Beispiel für das, was wir hier so hatten, so solche Umordnungen. Oder solchen einleitenden Text hatten wir auf der vorhergehenden Folie. Laut Studienbüro gilt Folgendes, wenn Sie 1 und 2 und dann folgt das und das. Ja, das ist ein Beispiel dafür, man schimpft immer über bürokratische Formulierungen wie diese, nicht? Aber das sind keine Schikanen und das ist auch keine Dummheit derjenigen, die solche Texte verfassen, sondern die haben schon ihren Sinn. Es ist oftmals die Art von Formulierung, die tatsächlich unmissverständlich und bei aller Komplexität auch noch einigermaßen verständlich ist. Ja, wir hatten das schon. Unmissverständlich ist nicht dasselbe wie verständlich. Im Gegenteil. Unmissverständlich und verständlich stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Je mehr Sie bemühen, einen Text unmissverständlich zu formulieren, umso mehr müssen Sie an Verständlichkeit opfern. Das hatten wir letzte Stunde schon mal gehabt. So, die Zeit ist auch um. Das ist auch ein schönes Beispiel, wo wir jetzt gut enden können. Dann möchte ich jetzt die Aufzeichnung stoppen.